Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rise of the Tomb Raider. Lang ist's her. So, noch einmal alles bereitlegen hier. Mein Klemmbrett mit Nonogramm für die Cutscenes. Und mein Füller zum Zeichnen. Gut, ja. Es ist schon wieder relativ lange her für mich, dass ich Tomb Raider aufgenommen habe, weil mich in letzter Zeit einfach Sekiro richtig fesselt. Und Anno 1800 genauso. Ich habe, also ich fang an. Ich habe Anno 1800 angefangen aufzunehmen. So schnell ist Triforce anmachen. Ich habe Anno 1800 angefangen aufzunehmen und, Was ist los hier? warte mal kurz. Festplatte, ach so, 303 GB frei, okay. Ja, ich habe Anno 1800 angefangen aufzunehmen und das und Sekiro fesseln mich halt echt stark. Deswegen leiden alle anderen Projekte ganz schön darunter. Ja, aber es geht jetzt weiter mit Tomb Raider. Verschwunden. Wahrscheinlich das Wasser. Augen auf, sie muss irgendwann auftauchen. Nö, muss ich nicht. Eingekreist. Muss vorsichtig vorgehen. Ah, hier. Die Befehle waren klar. Wir brauchen eine Bestätigung. Sucht einfach weiter. Du lernst jetzt tauchen. Errungenschaft. Blub, blub, blub. Mann, muss das hier im Winter nicht kalt sein? Wow. Ja, zum Glück können sie hier nicht durch die Decke schießen. Wow. Au. Ich kann mich unter Wasser nicht verarzten. Das ist ja mal Grütze. Wie soll ich das denn jetzt machen? So. Dann mache ich das jetzt halt so. Tauche auf, schrote einen weg und tauche wieder ab. Klingt doch nach dem Plan. Ich bin schon grau und grau ist nicht gut. Ich kann mich halt unter Wasser echt nicht verarzten. Das ist halt nicht gut. Noch ein Schuss und ich bin weg. Muss es riskieren. Ja, gut, so geht's auch. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Ey. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob.
Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Meine Freunde haben eine relativ hohe Mortalitätsrate in Tomb Raider. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Errungenschaft, der wenig benutzte Weg. Ja, sehr cool. Sehr, sehr hübsch. Durchkreuzte Plänenpack. Jetzt aber erstmal zum Lager hier. Um mal ein bisschen zu basteln. Unter anderem eine Fähigkeit zu erwerben. Überleben. Dauer. Größe und Dauer. Das ist ganz cool. Ich mag die Todeswolke. Ich spiele jetzt neuerdings auch relativ gerne mit der, mit dem Bogen. Gibt es auch Upgrades für Waffen, die ich benutze? Weiße Witwe, Leuchtfeuer. Was,
Was kann ich denn hier zum Beispiel freischalten? Exhibitor Nox, Hagelsturm. Eine Uzi, eine Mac-10. Was kann ich denn hier bauen? Großraummagazin. Schnellabzug. Ach komm, wisst ihr was? Ich spiele jetzt mal mit einer Uzi. Einfach weil ich es kann, spiele ich jetzt mit einer Uzi. Und bei der Kalaschnikow, Rückstoßstabilität, Munitionskapazität, spiele ich mal mit der Mündungsbremse. Genau das mache ich jetzt. Spiele mit Kalaschnikow und Uzi. Also Mac-10, ich weiß, Mac-10 wird ja oft fälschlicherweise als Uzi bezeichnet, das ist ja nochmal eine andere Waffe, aber ey. Da oben ist mein Missionspunkt. Das sieht ja fast schon aus wie eine Dragunov. Eine Dragunov ist in der Gesamtheit länger und nicht nur im Lauf. Ja. Also laut Hauptmenü sind wir hier bei 55% Komplettierungsrate, aber bei Assassin's Creed waren wir auch bei 55% oder auf einmal war Schluss. Deswegen würde ich nicht darauf vertrauen, dass es noch so viel länger geht. Ach, schön, oder? Ich bin schon am Überlegen, was ich als nächstes spiele. Ach ja. Nein. Nein. Achso. Ah. Zack. Sauber. Ups. Was gäb's denn da oben? Gar nichts, oder? Okay, da ist ein Lager. Und sonst ist hier nichts. Gut, und Todeswolke nehme ich nochmal mit. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Leider kann er das nicht. Immer noch so ein volles Inventar, ne? Wie viele Münzen habe ich eigentlich? Wird mir das irgendwo angezeigt? Warte mal. Wollte doch sagen. Das schreit so noch. Schreit so nach Loot. Na, ich als Rollenspieler kriege sowas mit. Ich bin am Überlegen, was spiele ich, wenn ich tue. Faszinierend. Bin ich jetzt schon wieder in Syrien? Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Orrery, das hört sich nach Orarium an. Das hört sich nach Gebetsraum an. Nein. Ja.
Okay, da kann ich nicht hochspringen. Also gut, springen kann ich, aber es bringt mir nichts. Ich nehme lieber den schnellen Weg. Das ist unglaublich. Krass. Mal sehen, wie das funktioniert. So nicht. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Okay, so funktioniert das nicht. Ah, ich kann mich einfach drauf daran festhalten. Okay. Drehst du dich weiter? Ich muss das in die richtige Position bringen. Dann ziehe ich hier nochmal eins weiter. Okay. Funktioniert es so schon? Nee. Ah. Ich muss das hier noch eins weiterziehen. Oder? Ich glaube, dann kann ich da rüberspringen, mich da festhalten und dann... Ja. So musste es funktionieren. Genau, und dann springe ich hier rüber, halte mich mit E fest, kletter hier hoch, wechsle die Ansicht und komme hier hoch. Sehr schön. Interagieren. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Ein Schloss, also das hier hält halt dieses Astrolabium, was, wie das heißt, fest. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Die Frage ist, wo du hintrittst, Lara. Wozu ist das gut? Ist hier die große Preisfrage, weil von wo guckt man auf dieses Ding drauf? Was tut es? Was bringt es? Dieser Raum hat keinen Boden. Wo sieht man hier irgendwas? Warum ist das da? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Jetzt muss ich erstmal hier hinten reinschauen. Vor allem, was haben die Sowjets hier gemacht? Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Oh, das ist griechisch gut. Dann würde ich mich an der Stelle direkt mal wieder bei euch bedanken. Es sind schon wieder 20 Minuten rum. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao, ciao.